So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute eine Runde Pax Pamir, deutsche Ausgabe. Erschienen, ich glaube, schon 2018 oder 19 bei Spielworks, die deutsche Ausgabe. Englisch von Whirligig. Das Spiel ist selbst von Cole Whirly. Ist die zweite Auflage von einer älteren. Habt ihr jetzt gar nicht die Jahreszahl im Kopf? Das Spiel gehört nicht mir, muss ich gleich dazu sagen. Das ist mir ausgeliehen worden, freundlicherweise, von Stefan und Justus. Vielen Dank dafür, schöne Grüße. Und wir schauen uns das mal an. Wir spielen die Solo-Variante heute. Ich habe ein bisschen was aufgebaut, aber noch nicht fertig. Den Rest möchte ich mit euch gemeinsam durchgehen. Wir haben hier das historische Afghanistan, in dem das Ganze spielt, die Gegend im Hindukusch. Im Himalaya eigentlich am Rande, Kabul, Punjab, Kandahar, Herat, Persien und Transkaspien spielen hier eine Rolle als einzelne Regionen. Es ist so ein Spiel um politischen Verrat, um Intrigen, um Spione und um Armeen von drei möglichen Kolonialmächten, beziehungsweise zwei Kolonialmächte und eine Inlandsmacht, nämlich, das haben wir hier schön als Resinblöcke gestaltet. Das sind die, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, unterschiedlich, nicht nur in den Farben, sondern auch leicht in der Gestaltung. Die rosafarbenen Steine symbolisieren die britischen Kolonialherren mit dem Löwen als Symbol. Die gelben, Steine symbolisieren die russische Macht mit dem Bären als Symbol. Und in der Mitte hier in der Reihe mit dem Vogel als Symbol. Ich weiß gar nicht, welcher Vogel gemeint sein könnte. Ist es ein Adler? Ich weiß es nicht. Sind es die Afghanen selbst. Und wir spielen aber nicht diese Armeen, wir spielen nicht diese Truppen, sondern wir spielen einen afghanischen Stamm, der eventuell zu diesen Truppen auch wechselnd loyal sein kann und entsprechend Einfluss ausübt. Ich selbst spiele hier als menschlicher Spieler mit den schwarzen Spielsteinen, habe hier eine Loyalitätsscheibe, die ich einstellen kann, kommen wir gleich nochmal zu. Und wir spielen gegen einen Automa, gegen eine Stammesführerin namens Wakan, so heißt sie hier in diesem Spiel, die mit einem Kartendeck gesteuert wird. Auch das erkläre ich euch gleich im Laufe des Spiels. Es geht um Aktionen auf dem Plan, aber auch um ein Tableau, was wir uns aufbauen aus Karten, eine Auslage, die wir aufbauen können. Und die Karten sind im Wesentlichen diese Aktionskarten, die auf einem Markt gleich ausgelegt werden, zur Verfügung sein können. Und diese Aktionskarten oder ja, diese Marktkarten ermöglichen uns diverse Dinge. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen direkt erklären, weil das dauert zu lange. Ich werde das im Laufe des Spiels immer dann, wenn es zutrifft, erläutern. Wir mischen die Karten alle nochmal. Ihr seht letztlich hier eine Punkteleiste auf diesem Stoffplan, ist übrigens auch sehr schön gestaltet, aber er lässt sich nicht, ich habe ihn nicht gebügelt, aber es sollte so eigentlich auch erkennbar sein für euch. Hier oben schwarz und blau die Zählsteine laufen auf der Punkteleiste außen rum. Sieht fast aus wie ein Eurogame, es geht letztlich auch um Punkte, aber wie wir die Punkte bekommen, das ist durchaus schon interessant. Wir bauen den Markt auf. Wir spielen in Runden, ja, aber diese Runden sind sogenannte Dominanzchecks, von denen kann es bis zu vier geben. Das sind denn zwei Karten liegen gleichzeitig aus, dann wird es auch reduziert. Es sind also mindestens zwei Runden, die wir spielen. Es können bis zu vier werden. Und wie der Markt aufgebaut wird, zeige ich euch jetzt. Und zwar werden für jede Marktspalte, einen Teil runter, 2, 3, 4, 5 plus Spielerzahl sind also sieben Karten für jede Marktspalte. Werden zurechtgelegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Und noch eine sechste fehlt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wir haben sieben Karten pro Spalte. Und jetzt kommen auf die rechten vier die Dominanzchecks. Und es gibt noch weitere Aktionskarten, die gewisse Sonderereignisse auslösen. Da gibt es 12 Stück von und von denen kommen in einer Partie 2 Stück.
nach hier eine und eine. So, die kommen auch zur Seite. Und jetzt wird dieses Marktdeck einzeln nochmal gemischt. Das sorgt dafür, dass diese Dominanzchecks, diese Runden, in einem gewissen Abstand zueinander liegen müssen und nicht direkt alle auf einmal kommen können, egal wie gemischt wird. Das gleiche gilt dann auch für die Ereigniskarten, die dazwischen liegen. Also der Aufbau ist schon ein kleines bisschen intensiver, was die Regeln angeht, aber es ist jetzt nicht allzu kompliziert. Den Teil wollte ich mit euch noch fertig machen. Und dann haben wir ein Deck, was wir jetzt nicht mehr mischen können, aber was wir jetzt auslegen können. Wir gehen die Karten gleich auch im Einzelnen mal durch. Es ist ein Spiel, das nicht um sehr viele Punkte kämpft. Wir haben, wenn ihr euch die Leiste hier links auf dem Stoffplan genauer anguckt, die geht bis 23. Es ist durchaus üblich, dass nach vier Runden das Spiel irgendwo im hohen einstelligen, niedrigen zweistelligen Bereich endet. Denn so viele Punkte gibt es nicht zu gewinnen, aber es ist trotzdem ein sehr spannendes Verfahren. Wir schauen uns das noch ein bisschen näher an. Wir haben jeder vier Münzen, vier Rupien. Die sind in diesem Fall aus Metall, das gab es als Extra dazu. Das Spiel ist leider nicht mehr käuflich erwerblich, wenn dann nur auf dem Gebrauchtmarkt und dann nicht zu günstigen Preisen. Ihr müsst so rechnen, ab 90 Euro aufwärts könnt ihr was finden. Eher so in Richtung, wenn ihr es auf der deutschen Ausgabe sucht, dann könnten so 120 Euro die Zielmarke sein, auf denen man das noch kriegen kann. Ich verlinke euch aber trotzdem das BGG-Profil unter dem Video. Ich habe die Münzen hier für jeden Teilnehmer, für jeden Spieler zurechtgelegt. Und zwar in den Schalen. Ich zeige euch das einmal kurz. Die habe ich letztens bei Sven vom Brettballett in einem Gewinnspiel gewonnen, um Weihnachten rum, kurz vor Weihnachten. Das sind Silikonschalen und dazu auch entsprechende Kartenhalter von Hunter & Friends. Die sind mit dem entsprechenden Prägemuster versehen. Sind sehr praktisch. Ich finde sie für meine ungeschickten Hände etwas schwierig zum Zusammenbauen, aber das liegt an mir, nicht an den Schalen. Danach sind sie sehr praktisch. Sie sind natürlich als Silikon sehr einfach pfleglich und abwaschbar und wischbar. Das Problem ist, dass sie natürlich dadurch auch sehr staubfängerisch sind. Also in der schwarzen Schale werdet ihr es durchaus sehen können, dass da Staub und Flusen und Krümelchen drin liegen können, selbst wenn man kaum am Tisch ist, sondern das ist einfach aus dem Raum, was hier so rumfliegt. Einfache Silikonschalen, nicht allzu groß, aber sehr praktisch für ein paar Münzen, für ein paar Token. Und die Kartenhalter habe ich jetzt weiter wegliegen. Damit komme ich sehr gut klar. Mal brauche ich nur die Schalen, mal brauche ich nur die Kartenhalter, mal brauche ich beides, je nach Spiel. Das lässt sich sehr gut nutzen. So, Geld haben wir bereit liegen. Auf jeder Region liegen Herrschaftsmarker. Wir können unsere Spielsteine, die wir haben, einsetzen als Stämme auf einer Region oder später auf Karten als Spione. Das sind so die beiden Einsatzbereiche, die diese Marker haben, die Spielmarker. Unser Automa, unser Gegner, hat eine Kartenprioritätsliste, auf die wir immer wieder schauen müssen. Wir haben unseren Loyalitätsmarker mit Plätzen für Geschenkmarkierungen. Das hat unser Gegner auch auf dieser Stelle. Und ich schlage vor, wir gucken uns mal ganz kurz die Auslage an, was hier so drauf liegt. Ihr erkennt ein paar Sachen schon von Weitem. Wir haben hier, schauen wir gerade, ja, ist alles zu sehen. Rechts sind der Nachziehstapel. Und wir haben hier militärische Karten, wir haben hier ökonomische Karten, also Wirtschaftskarten. Wir haben hier politische Karten. Und was noch fehlt, sind das blaue Symbol, die Geheimdienstkarten. Denn diese Symbole seht ihr auch hier, politisch, Geheimdienst, ökonomisch und militärisch. Das ist die jeweils bevorzugte Farbe, die wechseln kann und die gewisse Änderungen nach sich zieht. Wir fangen mit der politischen Bevorzugung an. Es geht also nicht Trumpffarbe, das kann man so nicht sagen, aber es ist die bevorzugte Farbe, das sind jetzt die politischen Karten hier. Wir haben hier noch eine Ereigniskarte liegen. Aufstände im Punjab. Die hat zwei Möglichkeiten, wenn irgendeiner der Spieler sie erwirbt, dann würden beim nächsten Dominanzcheck nur noch zwei
Koalitionsblöcke Vorsprung benötigt, um als dominant zu gelten. Normalerweise sind das 4, da kommen wir gleich zu. Und wenn diese Karte aus dem Markt rausrutscht, die Rotation sehen wir gleich auch, dann würden alle Stämme und Armeen in Punjab, also in dieser Region, einfach abgeworfen, sprich zurück an ihre Besitzer oder eben in die Schachtel gehen. Ich habe die Schachtel auch mit Spalten sortiert. Das hat den Vorteil, es geht letztlich bei einem Dominanzcheck, wenn ein Rundenende kommt praktisch und eine Wertung damit eintritt, geht es darum, ob eine der Koalitionen, sprich die britische, die afghanische oder die russische, Mehrheit hat. Und Mehrheit hat oder dominant ist sie nur, wenn sie 4 oder mehr Blöcke Vorsprung hat. Und wenn man die Blöcke so anordnet, kann man das direkt hier in der Schachtel sehen, ohne dass man auf dem Plan zählen muss. Das kann mal sehr einfach sein, das Zählen. Das kann aber auch mal ein bisschen komplizierter sein, wenn sich hier viele Blöcke angesammelt haben. Wie funktioniert das Spiel? Wir können als afghanischer Stamm, der wir hier sind, wir bauen gleich einen Hof auf. Wir sind also ein Stammesführer eines afghanischen Stammes und Wakan genauso. Wir bauen jeder hier unseren Hof aufs Karten auf, haben theoretisch 2 Handkarten. Wakan, unser Gegner, hat das nicht, hat keine Handkarten. Und 3 Hofkarten. Das ist also unser Kartenlimit, also ein sehr kleiner Hof, kann nicht beliebig wachsen, kann aber vergrößert werden durch politische Karten. Die geben hier Sterne, politische Sterne. Dann kann der Hof größer werden um die Zahl dieser Sterne. Und bei den Handkarten ist es so, dass durch Geheimdienstkarten, die auf dem Hof liegen, die ausgespielt wurden, auch die Kartenlimits auch entsprechend um die Stärke, um die Sterne, die die blauen Karten dann zeigen, vergrößert werden können. Also es ist ein begrenztes Wachstum möglich, nicht endlos. Wir sehen hier bei den politischen Karten, oder auf jeder Karte sehen wir eine Region genannt, dann hier rechts oben diverse Symbole. Hier links ist der Rang der Karte, also diese Karte hier hat 3 Sterne, das ist Rang 3. Dagegen hat diese Karte hier nur einen Stern, also Rang 1. Es geht also eventuell auch mal um ranghöhere oder niedrigere Karten. Rechts die Symbole bedeuten immer das, was passiert, wenn die Karte ausgespielt in einen Hof gespielt wird. Hier unten steht neben dem Namen der Karte auch noch ein historisch einordnender Text, der wohl auch relativ gut an der wahren Historie entlang orientiert ist, um die europäischen Geschütze, um den Basar von Anarkali und so weiter und so fort, um die Personen. Es stehen hier Eigenschaften oder mögliche Aktionen, wenn die Karten ausgespielt im Hof eines Spielers liegen, was dann passieren kann oder was dauerhaft als Fähigkeit gilt. Da gibt es diverse Karten, die interessante Fähigkeiten ermitteln. Was wichtig ist, sind die Farbsymboliken unter dem Namen. Die können nämlich eine der Koalitionsfarben einnehmen. Wir sehen jetzt hier eine afghanische Figur, eine britisch loyale Figur, der im anglo-persischen Handel, der ist zu den Briten loyal, eine sogenannte Patriotenkarten sind das. Hier ist noch ein Afghane, hier ist noch ein Brite und wir sehen im Moment keine russische Patriotenkarte. Was wir aber sehen, ist am unteren Rand der Karte auch nochmal Symbole. Die sind um 180 Grad gedreht. Hier ist der russische Bär, der afghanische Vogel und der britische Löwe. Das sind Symbole, die relevant werden, wenn wir diese Karten vom Markt des Gegenspielers oder vom eigenen entfernen. Dann können sie als Beute verwendet werden. Auch dafür gibt es eine Aktion, die dann eventuell hilft. Wir haben noch keinen Dominanzcheck dabei. Das heißt, es gelten für den Automa gewisse Regeln, für uns gelten normale Spielregeln. Ich habe die Spielregel, die ist hier. Ich habe sie hier griffbereit liegen, denn ich muss gestehen, alles, was dieser Automa kann und nach welchen Regeln genau er spielt, muss ich auch immer wieder selbst nachschlagen. Seht es mir nach. So oft habe ich das Spiel nun auch noch nicht solo gespielt. Es gibt noch 4 Spieler-Referenzkarten in der Schachtel. Die sind aber nur für das Spiel ohne die Automa-Beteiligung, also sprich für 2 oder mehr Spieler. Man kann den Automa in einem Zweispielerspiel mit dazu nehmen als dritten Spieler, muss man aber nicht zwingend. Aber ich habe es schon zu dritt gespielt, da wird der Automa nicht genommen. Wie gesagt, die deutsche Regel hier zum Nachschlagen auch für mich nochmal griffbereit parat. Wir legen los, indem wir uns als menschlicher Spieler entscheiden müssen, welche Loyalität wir eingehen. Das hat jetzt am Anfang vielleicht noch keinen großen Einfluss, kann aber
dadurch, dass wir eventuell Patrioten ausspielen, dann wechseln wir die Loyalität gegebenenfalls und verlieren vielleicht andere Einflüsse. Ich zeige es euch dann, wenn es dann dazu kommt. Ich sehe also jetzt hier politische Karten, zwei Afghanistan-Patrioten. Ich denke, meine Interessen sollten eher also afghanisch liegen. Ich denke, wir legen unseren Patriotismus auf unsere Loyalität erstmal zu Afghanistan. So, 4 Rupien. Das Markt- und das Finanzgeschehen ist auch sehr spannend. Zeige ich euch ebenfalls dann gleich. Ihr werdet sehen, das Geld geht nicht zur Bank, sondern das bleibt im Markt und rotiert dort auch zwischen den Spielern hin und her. Sehr interessanter Mechanismus, habe ich so auch bei keinem anderen Spiel bisher in dieser Form gesehen. Okay, wir legen mal los und dann gehen wir es Stück für Stück durch. Automa fängt an und die Karten funktionieren so, dass hier in der Mitte 3 Aktionen genannt sind und wir versuchen, die auszuführen. Und zwar von oben nach unten und je nachdem, welche Aktion genannt ist, gelten entsprechende Symbole, gehen wir Stück für Stück. Erste Aktion hier heißt Bauen. Wir haben noch keinerlei Karte, die uns die Bauen-Aktion ermöglicht, deswegen können wir das nicht tun. Zweite Aktion Bewegung, auch da haben wir keine Karte, die das ermöglicht. Wir haben auch keinerlei Figuren auf dem Brett liegen, auf dem Plan, deswegen geht auch das nicht. Und die dritte Aktion, die hier steht, ist Radikalisierung. Und das können wir jetzt tun. Radikalisierung heißt für den Automa-Spieler, für Vakan, kaufe eine Karte vom Markt und spiele sie aus. Und jetzt müssen wir noch wissen, welche Karte. Es liegen ja 12 Stück aus. Und das steht hier, untere Reihe, dritte Karte. Das heißt, wir müssen 3 Rupien ausgeben. 1, 2, 3 und diese Karte wird gekauft. Und automatisch auch direkt gespielt. Das gilt für uns als menschliche Spieler nicht. Vakan kauft und spielt sofort. In diesem Fall ist es eine Ereigniskarte, die wird gerade gekauft. Beim nächsten Dominanzcheck benötigt eine Koalition nur 2+ mehr Blöcke, um dominant zu sein. Gut, dann legen wir diese Karte als Erinnerung jetzt einfach hier in die Mitte, denn die gilt jetzt für beide Spieler für den nächsten Dominanzcheck, wenn er kommt. Damit ist diese Radikalisierungsaktion abgeschlossen und ihr habt gesehen, der Markt wird bezahlt, nicht die Bank wird bezahlt. Okay, dann müssten wir jetzt die zweite Aktion, jeder Spieler hat immer 2 Aktionen, wechselweise, bis zu einem Dominanzcheck und dann geht es aber auch automatisch weiter mit dem nächsten Spieler. Die zweite Aktion, wenn wir jetzt nur auf dieser Karte nur eine Aktion ausführen konnten und es sind noch Aktionen übrig, fangen wir wieder oben an. Bauen geht immer noch nicht, bewegen geht immer noch nicht, nochmal radikalisieren. Auch hier wieder unten die dritte, die geht nicht. Dann müssten wir oben die dritte kaufen, weil die wäre noch verfügbar. Oben die dritte geht aber nicht, wir haben nur noch eine Münze. Also oben die zweite, geht auch noch nicht. Oben die 1, die geht. Die wird gekauft. Und damit wird sie auch automatisch ausgespielt. Und jetzt kommen wir zu den Symbolen, die hier oben stehen. Es geht um Kandahar. Da bekommt Vakan als Automa-Spieler einen Stamm. Das ist dieses Symbol mit dem Quadrat obendrauf auf dem Spielermarker. Dann ist das eine fremdfinanzierte Karte. Vakan leiht sich also Geld von der Bank und bekommt 2 Rupien. Und die bevorzugte Farbe wird auf ökonomisch gesetzt. Was das bedeutet, da kommen wir im Laufe des Spiels natürlich auch zu. Dann schauen wir, was hier, es ist ein afghanischer Patriot mit afghanischem Beutesymbol. Und wir haben eine Bauenaktion, die hier vorhanden ist jetzt. Und wir haben eine dauerhafte Eigenschaft, nämlich charismatische Höflinge. Du zahlst kein Bestechungsgeld, wenn du Karten ausspielst. Das heißt, unser Gegner wird uns jetzt nicht mehr bezahlen müssen, wenn wir bei ihm Spione irgendwo auf Karten liegen haben. Schade, nichtsdestotrotz kann es sein, dass diese Eigenschaft auch gar nicht relevant wird im Spiel. Wir schauen mal. Gut, damit hat Vakan 2 Aktionen vollendet. Jetzt kommt eine Verwaltungsphase. Verwaltung heißt, prüfe das Handkartenlimit, das ist für Vakan nicht relevant. Prüfe das Hofkartenlimit, der Hof, der ausgespielt wird, der ist 3 plus die Sterne, also 4. Und es liegt nur eine Karte da, auch das ist gut. Passt alles. Und jetzt wird der Markt aufgefüllt. Alle Karten rutschen einfach nur eine Position oder so weit nach vorne, wie es geht. Und dann wird aus dem Nachziehstapel aufgefüllt. So, und damit bin ich dran. Bei mir geht's los. Ich kann mir jetzt aussuchen, was ich will. Im Wesentlichen kann ich Karten vom Markt erwerben
und ich kann Karten, die ich auf der Hand habe, ausspielen. Aber ich schaue mir erstmal an, was es gibt. Für mich interessant ist diese Karte hier, die politische Karte für Herat. Dann kriege ich nämlich zwei Stämme. Die Karte ist spannend. Genauso die hier. Das wären aber 2 und 4 sind zusammen 6 Geld. Die habe ich nicht, ich habe nur 4. Dann haben wir hier noch eine Aktion in Punjab, die auch spannend ist. Ich werde, da ich Karten kaufen als Aktion spielen muss und Karten ausspielen ebenfalls eine Aktion ist, muss ich mich jetzt entscheiden, kaufe ich eine Karte und spiele sie direkt aus, sind 2 Aktionen, oder kaufe ich 2 Karten und habe sie erstmal auf der Hand und spiele sie vielleicht in der nächsten Runde aus. Und ich glaube, ich werde Letzteres tun. Ich kaufe diese Karte, die kostet mich nichts, die kann ich einfach nehmen. Und lege sie mal hier hin, das solltet ihr noch sehen können. Und damit habe ich die Münze gewonnen. Das heißt, die Karte ist rotiert oder die Münze ist rotiert vom Rakan zu mir. Geht natürlich auch umgekehrt. Und ich kaufe jetzt diese Karte. Jetzt muss ich wieder für 2 Münzen. Ups, hier kann ich keine drauflegen, dann muss ich das hier tun. Hier lege ich die zweite Münze drauf und ich nehme diese Karte. Kriege ich wieder eine Münze zurück. Sehr spannend. Ich habe jetzt wieder meine 4 Münzen, obwohl ich 2 Karten mehr habe. Beide habe ich auf der Hand. Verwaltungsphase, Handkartenlimit prüfen, Hofkartenlimit prüfen. Handkartenlimit ist 2, Hofkartenlimit brauche ich nicht. Alles rutscht nach vorne. Wieder eine Ereigniskarte. Und hier kommt die erste Geheimdienstkarte. Wir gucken mal kurz auf die Ereigniskarte. Wenn sie durchrutscht, wird sie automatisch entfernt irgendwann. Dann werden alle Armeen und Stämme in Kabul entfernt. Es ist noch nicht relevant für irgendjemanden. Und bis zum nächsten Dominanzcheck darfst du mit der Bauernaktion doppelt so viele Blöcke platzieren. Das ist für den Besitzer dann spannend. Aber noch sind wir nicht so weit. Ich habe übrigens etwas vergessen. Wenn der Marker eines Spielers hier als Stamm in einer Region liegt und der einzige ist oder die Mehrheit hat, dann beherrscht dieser Spieler natürlich diese Region. Und der Marker entsprechend geht zum Spieler. So. Damit ist Vakan jetzt wieder dran und wir legen jetzt wieder die nächste Karte auf. Besteuerung würde ein Symbol erfordern, dieses hier als Münze, kann Vakan nicht tun. Verrat würde auch ein Symbol auf dem Hof erfordern, nämlich dieses hier, kann Vakan derzeit auch nicht tun. Also bleibt Radikalisierung als letzte Aktion. Radikalisierung heißt Karte 0, also sprich die Karten umsonst. Sehr praktisch, da liegt auch Geld drauf. Und zwar die obere. Dann wird die obere gekauft. Eine militärische Karte. Und wo legen wir an? Wir legen links an, weil das sagt auch der Pfeil hier oben auf dieser Karte steht eben oben links. Das heißt, wir legen links an. Das spielt im Spiel zu dritt eher eine Rolle als im Spiel zu zweit, aber trotzdem kann es relevant sein. Deswegen machen wir das genau so. Was passiert in Kabul? Wird eine Armee errichtet. Eine Armee, ja, normalerweise die, zu der der Spieler loyal ist, aber Vakan als Solospiel, als Automa ist zu keiner Besatzungsmacht wirklich loyal, sondern das wechselt. Und jetzt im Moment ist die Loyalität hier oben abgebildet, nämlich die erste, die nicht meiner entspricht. Ich selbst bin zu Afghanistan loyal derzeit und damit beginnt hier oben Vakan mit der britischen Loyalität. Also wird jetzt in Kabul eine britische Armee gebaut. So, eine Aktion haben wir ausgeführt. Kommt die zweite Aktion. Besteuerung geht jetzt nicht, weil die Karte zwar das Symbol liefert, aber wir haben die Karte ja gerade in einer Aktion bereits verwendet. Jede Karte kann nur in einem Zug nur einmal für eine Aktion verwendet werden. Das gleiche gilt für das Verratssymbol hier. Auch das wäre jetzt da, aber die Karte wurde ja bereits mit dem Ausspielen für eine Aktion verwendet. So, und dann Radikalisierung wieder. Und auch hier wieder Reihe 0. Da hat sich Vakan jetzt wieder Geld gesammelt. Und es werden 3 Armeen in Transkaspien gebaut. Und zwar, wir sind auch hier wieder britisch. So, dann stellen wir die einfach hin. Diese Blöcke. Und wenn sie stehen, sind es Armeen. Wenn sie liegen, werden es dann Straßen zwischen 2 Regionen. Und jetzt
haben wir den für einen eventuell anstehenden Dominanzcheck tatsächlich erreicht, dass die britische Armee derzeit dominant ist. So. Damit ist Vakan mit seinem Zug durch. Kartenlimit hier im Hof sind 4 Karten durch den Stern hier. Das heißt, da haben wir kein Problem. Es rutscht alles auf. Und da kommt der erste Dominanzcheck, diese Karte hier. Damit ändert sich das Verhalten von unserem Automa. Der möchte nämlich jetzt natürlich den Dominanzcheck nur dann erwerben und aktiv auslösen, wenn er gewinnen würde. Würde er in diesem Falle sogar sofort. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir das vermeiden können. Womit gewinnen wir einen Dominanzcheck? Immer dann, wenn eine Koalition dominant ist, also 4 oder mehr Blöcke hat, und es sind ja nur 2 notwendig, wie wir im Moment hier in dem Ereignis sehen, dann zählen die Summe der Patrioten und die Summe der eigenen Armeen in der Koalition, die man auf dem im Spiel hat. Und Vakan hat einen afghanischen Patrioten und damit mehr als wir. Und damit würde, einen britischen Patrioten hat sie nicht. Nach britischen Patrioten suchen wir. Da haben wir alle keinen liegen, aber wir könnten das eventuell ändern. Wenn wir nämlich jetzt unsere Loyalität wechseln zu Großbritannien, dann würden wir mit Punkte bekommen. Wenn keine Koalition dominant wäre, dann wäre die Anzahl unserer eingesetzten markierten Steine, also Stämme und Spione auf den Höfen, relevant. Aber wir haben jetzt eine dominante Koalition und da ist dann relevant die Zahl der Unterstützerpunkte. Und da hat Vakan natürlich immer einen egal zu welcher Koalition, die gerade dominant ist. Und wir haben nur den einen Punkt, wenn wir zu Großbritannien loyal wären. Das heißt, wir müssen unsere Loyalität jetzt wechseln, sonst verlieren wir den Dominanzcheck. Wie geht das am einfachsten? Wir kaufen und spielen aus diesen Patrioten hier. Damit würden wir unsere Koalition wechseln, sogar noch eine Straße für Großbritannien bauen. Und damit wäre der Dominanzcheck auf jeden Fall auch für uns interessant. Ich vermute mal, dann sollten wir das auch tun. Das ging auch mit dieser Karte, die ist aber nicht nötig, die kostet schon zu viel. Mit der hier werden wir das tun. Wir kaufen die kostet nichts. Wir spielen sie aus, das ist die zweite Aktion. Wir gucken uns von oben nach unten, wir bauen eine Straße aus Persien heraus, meinetwegen nach hier. Und das ist eine fremdfinanzierte Karte. Auch wir kriegen 2 Rupien aus der Bank. Und wir haben einen Patrioten ausgespielt, der nicht unserer Loyalität entspricht, also wechseln wir die Loyalität. Hätten wir bereits Geschenke an afghanische Koalition gegeben, würden diese jetzt verfallen. Hätten wir afghanische Patrioten hier liegen, würden diese jetzt abgelegt werden müssen. Müssten wir nicht, es war noch recht früh im Spiel. Wir sind jetzt also auch britisch loyal und haben noch einen Patrioten liegen zu unserer Loyalität. Das heißt, wir würden sogar den Dominanzcheck gewinnen. Ich gucke aber auch noch mal genauer nach. Im Dominanzcheck, das ist auch nicht ganz trivial. Das geht um die Einflusspunkte. Seite 6 gemäß der Einflusspunkte. Das ist Seite 7. Die Summe aus 1 plus der Anzahl der Patrioten, also 1 plus Anzahl Patrioten im Hof des Spielers, der Anzahl der Beute und der Anzahl der Geschenke ist. Geschenke haben wir keine, Beute haben wir keine, aber wir haben einen Patrioten. Vakan hat 0 Patrioten. Jetzt würde aktuell Vakan den Dominanzcheck verlieren. Damit ändert sich aber auch gleich etwas im Spiel von Vakan. Wir gucken uns das gleich genauer an, aber erstmal müssen wir fertig machen. Handkartenlimit 2, Hofkartenlimit 3 und den Markt auffüllen. So, jetzt ist Vakan wieder dran und da eine Dominanzcheck-Karte in dem Markt liegt,
haben wir jetzt die Priorisierung von Vakan, die nicht mehr der normalen Aktionskartenreihenfolge entspricht, sondern falls das Wort Radikalisierung auftaucht, ohne besondere Anweisungen, muss ihr Vakan jetzt schauen, was hier steht. Sie kauft diese Dominanzcheckkarte nur dann, wenn sie den Dominanzcheck auch gewinnt oder das Spiel damit gewinnt. Befindet sich eine, wird Vakan aber den preiswertesten Patrioten loyal zur dominanten Koalition wählen, dann die preiswerteste Karte mit den meisten Armee- und oder Straßensymbolen oder, wenn keine Koalition dominant ist, dann macht sie was anderes. Hier gucken wir mal, was ist das preiswerteste mit Armeen. Preiswerteste Patrioten loyal zur dominanten Koalition. Das ist der preiswerteste Brite. Den würde sie jetzt kaufen wollen. Würde sie den Dominanzcheck kaufen, würde sie ihn aktuell verlieren, weil ich einen Patrioten mehr drauf habe. Also kauft sie den hier. Nein, wir müssen erst die Aktionskarte uns anschauen. Ja, das ist das Problem. Die Anweisungen gelten nur, wenn das Wort Radikalisierung als Aktion durchgeführt wird. Fangen wir oben an. Du führst eine Schlacht auf der Hofkarte mit den meisten Spionen aus, auf der Vakan auch mindestens einen Spion hat. Haben wir nicht, ist keine gültige Aktion. Dann das Wort Schlacht, auch das ist keine gültige Aktion. Ich sage es euch jetzt nur, wir kommen gleich sicherlich auch noch zu Schlachten. Es geht auf jeden Fall dann darum, dass in der Region, auf der Karte, Armeen gegeneinander kämpfen und sich gegenseitig reduzieren und eben auch stemmen. Haben wir aber auch nicht. Dann kommt Radikalisierung. Und jetzt kommt das, was ich eben gerade vorgelesen habe. Sie kauft den günstigsten, den preiswertesten Spion, den preiswertesten Patrioten, der loyal ist zu Großbritannien. Und das ist für 2 Geld dieser Patriot. Der wird links ausgelegt, wie es hier steht. Es werden 3 Armeen gebaut. Die sind hier britisch markiert. Das spielt aber für Vakan selbst keine Rolle, sondern Vakan schaut auf ihre Prioritäten hier. Afghanisch bin ich nicht, damit wäre sie jetzt afghanische Patriotin oder loyal zu Afghanistan. Und damit baut sie in Punjab, wie es auf dieser Karte steht, tatsächlich 3 afghanische Armeen und nicht 3 britische, wie hier symbolisiert. Das ist für Vakan eine andere Regel. Menschliche Spieler müssten jetzt hier auf jeden Fall, egal wie loyal sie sind, britische Armeen errichten. So, damit ist aber die britische Koalition, wir sehen es hier, 2 im Vorsprung und das gilt hier immer noch. Das heißt, Großbritannien ist immer noch dominant. So, das war die erste Aktion. Und die zweite Aktion, auch hier schauen wir, eine Schlacht kann nicht ausgeführt werden, gibt es derzeit nicht. Weder auf Hofkarten noch auf dem Feld, also wieder Radikalisierung. Und auch hier gilt wieder der preiswerteste Patriot loyal zur dominanten Koalition. Das wäre dieser hier, 5. Den kann aber Vakan mit 4 Münzen nicht kaufen. Dann schauen wir mal, ob hier was anderes dazu steht. Falls ihr das Spiel besser kennt, die Regeln noch besser kennt als ich und auch mit dem dass ihr das Gefühl habt, dass ich falsch nachschlage, gerne in die Kommentare und korrigieren. So, den preiswertesten Patrioten loyal zur dominanten Koalition. Dann die preiswerteste Karte mit den meisten Armee- und oder Straßenwirkungssymbolen. So, wir schauen mal. Armee und Straßen. Eine Armee, eine Straße, eine Armee, eine Armee, 2 Armeen. 2 Armeen, das ist die preiswerteste Karte mit 2 Armeen. Die kostet 3, 1, 2, hier liegt keine, also kommt die Münze hier hin, diese Karte ausgespielt. Und jetzt errichtet Vakan tatsächlich 2 Armeen, und zwar auch afghanische Armeen in Persien und ändert die bevorzugte Farbe nach blau. Und damit ist die Dominanz von Großbritannien wieder zerstört. So, damit sind die beiden Aktionen von Vakan vorbei. Jetzt muss sie wieder ihr Handkartenlimit prüfen. Das ist 4, wir haben aber 5 Karten liegen. Und damit muss Vakan eine Karte abwerfen.
der Effekt, den die Karte ausgelöst hat, also Armeen bauen und so weiter, der bleibt bestehen, nur die Karte kommt aus dem Hof, damit diese dauerhaften Aktionen entfallen. So, wir schauen. Die Karten, die abgelegt werden, dürfen nicht politisch sein, also wird diese Karte nicht abgeworfen werden. Es soll kein Patriot sein, also ist es auch nicht diese Karte. Sie soll nicht fremdfinanziert sein, das sind diese drei alle nicht, dann bleiben sie liegen. Die meisten Spieler Spione und mehr Spione als Vakan, da gibt es keine davon. Die wenigsten Spione sind alle drei gleich wenige. Der niedrigste Rang, das ist diese hier, das heißt, die wird abgeworfen. Jetzt ist das Handkartenlimit oder das Hofkartenlimit erreicht. Dann wird der Markt aufgefüllt. Und hier liegt jetzt der Dominanzcheck auf der Spalte 2. Das Problem jetzt, jetzt ist keine Koalition mehr dominant. Und damit gilt die Zahl der eingesetzten Spielsteine als Wertungsdifferenz zwischen Gewinner eines Dominanzcheck und Verlierer. Ich habe keinen eingesetzten Spielstein, Vakan aber schon einen, hier in Kandahar. Das heißt, jetzt aktuell würde Vakan den Dominanzcheck gewinnen. Ich sollte ihn also jetzt nicht kaufen. Was ich aber tun kann, um den Dominanzcheck zu gewinnen, ist eine politische Karte einsetzen, die mir entsprechend den Einsatz von Spielsteinen ermöglicht. Oder Armeen und Straßen platzieren, in diesem Falle britische, die die Dominanz für Großbritannien wiederherstellen. Ich könnte Herat kaufen und ausspielen und würde damit einen Stamm in Einsatz kriegen und eine britische Armee platzieren. Damit hätten wir Gleichstand, was die Dominanz angeht, weil Großbritannien damit noch nicht wieder dominant wäre. Ich könnte aber auch Punjab kaufen und ausspielen, würde damit sogar im Dominanzcheck in Führung gehen, weil ich dann zwei Spielsteine eingesetzt hätte. Oder ich habe hier die Herat-Karte mit zwei Stämmen und politischem Wechsel, das hieße, auch da kann ich in Führung gehen. Das ist doch eine interessante Idee. Dann machen wir Folgendes, wir kaufen uns diese Karte, sprich wir klauen uns auch die zwei Münzen, spielen aber diese Karte aus als zweite Aktion. Damit kann ich in Herat zwei Stämme platzieren, beherrsche Herat und wechsle die bevorzugte Farbe auf politisch. So, und jetzt wird es auch langsam spannend. Zwei Aktionen gemacht, Handkartenlimit, Hofkartenlimit passt, das rutscht nach vorne. Ein Dominanzcheck würde jetzt ergeben, es ist keine Koalition dominant im Sinne von zwei oder mehr Steine Vorsprung, aber der Einsatz der meisten Zylinder im Spiel würde im Moment bei mir liegen und das heißt, ich würde drei Punkte bekommen. Das steht hier rechts auf diesen Spielertableaus immer noch mal drauf. Und der nächste würde einen Punkt bekommen. Das heißt, Vakan wird jetzt dran sein und wird den Dominanzcheck nicht kaufen. Bewegung hieße, dass sie ein Bewegungssymbol bräuchte. Das haben wir jetzt hier, dann kann sie das benutzen als Aktion. Was würde sie bewegen? Sie würde die eigenen Armeen bewegen, nämlich die afghanischen, aus einer Region, die sie beherrscht. Sie beherrscht aber Kandahar nur, aber nicht Punjab. Das heißt, es ist keine gültige Aktion. Verrat würde bedeuten, wir hätten hier das Verratsymbol nicht, das liegt hier bei mir. Dann würden nämlich Karten abgeworfen werden müssen, aber dafür müssen Spione im Einsatz sein, haben wir alles noch nicht. Das heißt, es kommt zur Radikalisierung, so, dann liegt eine Dominanz-Check-Karte drauf, die im Moment zu Ungunsten von Vakan wäre. Das heißt, sie würde diese nicht kaufen. Dann würde sie, da keine Koalition dominant ist, an diesen Sprachgebrauch muss man sich leider gewöhnen, es ist ein bisschen kompliziert am Anfang,
Die preiswerteste Karte, die die meisten Spion- und oder Stammsymbole aufweist. Sie will also jetzt ihre Spielsteine natürlich ins Spiel bringen. Hier sind zwei Steine. Einer, zwei, aber teurer. Auch nur einer, auch nur zwei, auch nur einer, einer. Hier werden zwei Steine eingesetzt und die kostet sogar gar nichts, also wird sie die einsetzen und auch ausspielen, und zwar auf die rechte Seite. Und ihr seht, es kommt noch ein Stern hier bei den politischen Karten dazu, das heißt, das Handkartenlimit ist auf 5 angewachsen, es liegen jetzt 5. Sie bekommt einen Stamm in Kabul, beherrscht die Region. Es bekommt eine afghanische Armee, in diesem Falle passt es aber auch mit ihrer Loyalität überein. Eine afghanische Armee nach Kabul. Und sie kann einen Spion einsetzen. So, wir haben also jetzt den ersten Spion. Den kann sie auf allen Karten einsetzen, die Kabul tragen. Es gibt auch bei mir. Aber das gibt nur die eine. Also schützt sie mit ihrem eigenen Spion ihre Kabul-Karte. Das hat damit zu tun, wenn man Spione auf Karten des gegnerischen Hofes einsetzt, dass man dort die Aktionen behindert bzw. Bestechungsgeld verlangen kann und in der Regel auch wird. So, jetzt hat sie also tatsächlich mehr Spieler im Einsatz, mehr Zylinder und würde damit den Dominanzcheck gewinnen. Wir gucken aber jetzt nochmal auf die nächsten Aktionen. Die nächste Aktion ist Bewegung. Und jetzt kann sie eine Bewegung durchführen, nämlich, auch hier müssen wir nochmal genau schauen, Bewegung bewegt nur Armeen und benötigt dazu keine Straßen. Also hat sie eine Armee hier. Sie ist afghanisch loyal derzeit in diesem Zug. Versucht sie, ihre Armeen zu benachbarten Regionen zu ziehen, in denen die anderen Spieler Stämme haben. Das ist hier. Und das ist benachbart zu Kabul. Zack. Sie wird nur so viele Armeen in die Region bewegen, dass deren Zahl dort nach der Bewegung der Zahl der Stämme entspricht. Makan wird keine Armeen bewegen, wenn sie dadurch die Herrschaft über eine Region verliert. Sie verliert diese Herrschaft nicht, sie kann also diese Armee bewegen. Sie dürfte bis zu 3 bewegen, so hat nur die eine an dieser Stelle, aber sie wird sie bewegen. Und damit sind die 2 Aktionen rum, sie kann also nicht den Dominanzcheck auslösen. Hofkartenlimit passt noch wie vor für sie, jetzt 5. Markt nach vorne. Ich möchte jetzt den Dominanzcheck aber auch noch nicht auslösen, denn im Moment würde ich, weil Großbritannien nicht dominant ist, dafür müssten 3 Großbritannien-Blöcke erstmal in den Einsatz, würde ich jetzt aktuell verlieren, weil weniger Spielsteine unterwegs sind bei mir. Das heißt, ich muss mir was überlegen, wie ich Spielsteine in Einsatz kriege. Und da fällt mir auch was ein. Und zwar könnte ich spielen Herat. Oder ich kann mir die Punjab-Karte hier nehmen und die auch ausspielen. Dann würde ich sogar in Führung gehen, was das angeht. Und genau das machen wir. Wir legen einen drauf, kaufen uns diese Karte, erste Aktion, zweite Aktion, wir spielen sie dann auch aus. Ich gewinne im Punjab 2 Stämme, übernehme die Regionsherrschaft und noch eine Armee, ich bin britisch loyal im Punjab. Und damit würde ich wieder einen Dominanzcheck führen. Ich habe 2 Aktionen gemacht. Mein Handkartenlimit passt, ich habe jetzt 3 plus 4 sind 7 als Handkartenlimit, Hofkartenlimit. Handkartenlimit ist immer noch 2. Das passt alles. Und damit bin ich fertig an meinem Zug. Jetzt liegt der Dominanzcheck ganz links. Er rutscht jetzt tatsächlich raus und wird ausgelöst. Und damit wird jetzt festgestellt, ist eine Koalition dominant? Nein, ist sie nicht. Afghanistan und Großbritannien haben gleich viele Blöcke im Einsatz. Damit ist diese Ereigniskarte jetzt auch ausgewertet, kommt zur Seite. Dann wird gezählt, wer hat die meisten Spielsteine im Einsatz. Das bin ich in diesem Falle. Ich gewinne 3 Punkte mit Schwarz. Und Wakan, meine Gegnerin, bekommt einen Punkt. So, damit ist die erste Runde im Prinzip gespielt.
Makan ist wieder dran, aber wir müssen natürlich den Markt auffüllen. Ah, eine sehr interessante Karte mit zwei Stämmen, einer Armee und noch einem Spion. Aber auch Transkaspien interessant, ein Spion, ein Stamm. Wir werden schauen, was passiert. So. Es hat sich für mich übrigens immer noch keine Möglichkeit ergeben, sinnvoll diese Aktionen hier einzusetzen. Dann wäre ich darauf eingegangen. Was aber bei mir noch gilt, meine Spione dürfen ihre Reichweite verdoppeln, wenn sie eine Bewegungsaktion ausführen. Aha. Wenn ich Spione hätte, dürfte ich doppelt so viel bewegen. Reichweite. Na. Ich glaube, das wird für mich nicht so spannend im Moment. Makan ist dran. Kein Dominanz-Check im Spiel. Es gelten die normalen Aktionen. Du radikalisierst eine Geheimdienstkarte. Okay. Oben. Und da hat sie diese. Die braucht sie nicht bezahlen. Die radikalisiert sie. Wo wird angewegt? Links. Zwei Spione auf Punjab-Karten. Und jetzt habe ich auch eine Punjab-Karte. Sie hat eine Punjab-Karte. Und hier ist noch eine. Wir müssen jetzt schauen, wo sie die Spione hinlegt. Da gibt es auch hier eine Prioritätsliste. Karte des Mitspielers. Zack. Für den ersten Spion. Nochmal Karte eines Mitspielers. Zack. Tja. Damit hat sie die beiden Spione bei mir platziert und wechselt die bevorzugte Farbe auf ökonomisch. Meine Dauereigenschaft hier, du zahlst kein Bestechungsgeld, wenn du Geiselaktionen ausführst, bedeutet jetzt, dass ich, wenn ich diesen Verrat ausführen möchte, ich nicht 2 Rupien an Vakan zahlen müsste. Gut, das ist aber in Ordnung. Ich habe ja noch einen zweiten Verrat, für den ich keine Bestechung bezahlen muss. Und ich habe jetzt hier Aktionen. Das war aber erst die erste Aktion von Vakan. Wir müssen die zweite machen. Bewegung. Bewegung hat sie nichts, was sie bewegen kann. Sie wäre im Moment russisch loyal. Nee. Dann Radikalisierung. Radikalisierung oben links. Die 1 kann sie machen. Was heißt das? Eine russische Straße aus Kabul heraus. Kabul ist hier oben. Es gibt 4 Nachbarregionen. Transkaspien, Herat, Kandahar und Punjab. Wir müssen jetzt schauen, hier unten auf diese Leiste. Jetzt kommt die auch mal zum Einsatz. Welche Symbole kommen als erstes? Es kommt als erstes das Symbol für Herat. Dann liegt die russische Straße jetzt hier. Gut. Damit ist das die zweite Aktion. Wir müssen jetzt das Hofkartenlimit prüfen. Das ist 5. Wir müssen also hier wieder reduzieren. Die politischen Karten bleiben raus, die Patrioten bleiben raus. Nicht fremdfinanziert sind sie alle 3 nicht. Ach, die bevorzugte Farbe wird noch zu militärisch. Das müssen wir noch tun. Die meisten Spielerspione und mehr als Vakan ist hier in allen 3 Karten nicht der Fall. Die wenigsten ist in allen gleich viel der Fall. Der niedrigste Rang ist diese hier, die kommt auf jeden Fall weg. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann gilt auch hier nochmal der nächste. Niedrigster Rang ist das hier. Zack. So. Handkartenlimit wieder hergestellt. Hofkartenlimit. Markt auffüllen. Und wieder ein Dominanzcheck. Wir prüfen. Eine dominante Koalition gibt es nicht. Vakan hat einen Spielstein mehr im Einsatz als wir. Wir müssen also Spielsteine einsetzen. Mindestens einen, besser 2. Aber wir müssen jetzt aufpassen. Bei der militärischen Bevorzugung steht hier ein 2-mal. Das heißt, Marktkarten sind jetzt doppelt so teuer. Wir brauchen also jetzt viel Geld oder wir müssen uns die günstigen Karten schnappen. Diese Karte hier ist spannend, weil sie uns 2 Spielsteine gibt. Danach würde Vakan aber die Karte kaufen mit den meisten. Was wäre diese hier? Die kann sie nicht kaufen, weil sie
nicht so viel Geld hat, dann würde sie aber einen Stein nachsetzen, auf jeden Fall, nämlich mit einer dieser beiden Karten. Oder mit ihr hier. Aber das kriegen wir nicht hin. Wir kriegen es also nur maximal ausgeglichen. Was haben wir denn für Aktionen hier liegen? Wenn ich die Karte kaufe, bis zum nächsten Dominanzcheck darfst du mit der Bauenaktion doppelt so viel bauen. Okay. Und neue Taktiken. Bis zum nächsten Dominanzcheck gelten deine Militärkarten immer als zur bevorzugten Farbe gehörig. Ich habe keine Militärkarten im Hof liegen. Ich glaube, das Einzige, was ich sinnvoll machen kann, ist den doppelten Preis bezahlen. Hier zwei drauflegen. Doch, die muss ich ja dann noch ausspielen. Oder ich spiele diese beiden Karten aus. Als zwei Aktionen. Vielleicht sogar noch geschickter. Damit könnte ich die britische Koalition wieder ein bisschen in Vorsprung bringen. Ja. Herat. Damit stelle ich einen wieder nach Herat und eine britische Armee nach Herat. Und Punjab spiele ich aus. Damit kann ich eine britische Straße aus Punjab heraus bauen, meinetwegen nach hier. Und einen Spion einsetzen. In Punjab-Karten. Und Punjab-Karten hat Makan eine, dann setze ich sie hier rüber. Ja. Das ist gut. Das ist praktisch. Die beiden Karten ausgespielt. Damit bin ich mit meinen zwei Zügen dran. Handkartenlimit passt. Hofkartenlimit ist bei mir 2, 4, 5 plus 3 sind 8, das ist 5 hier, das ist also passend. Makan ist dran. Wir schauen also jetzt wieder, ob sie einen Dominanzcheck kauft. Den würde sie im Moment nicht kaufen. Es ist keine Koalition dominant. Wir brauchen wieder 4 Vorsprung, 4 Blöcke. Und sie hat weniger Spielsteine im Einsatz. Sie würde diesen also nicht kaufen. Aber wir schauen. Hat Makan weniger als 2 Rupien? Nein, hat sie nicht. Passt also nicht. Dann macht sie Bauen. Eine Bauenaktion hat sie hier und hier. Dann fangen wir von links an. Sie baut und bauen tut sie Armeen. Immer nur Armeen, keine Straßen. Sie könnte Straßen bauen, sie baut aber immer nur Armeen. Das müsste sie bezahlen an die Bank. Wir schauen mal, wo sie baut. Das baut sie aber nicht. Moment. Bauen. Makan wird Armeen in der von ihr beherrschten Region am weitesten links auf der KI-Karte bauen. So, sie gibt so viel Geld aus wie möglich. So, die von ihr beherrschten Regionen sind Kabul und Kandahar. Ganz links steht hier Kandahar. Das heißt, sie baut eine Armee in Kandahar und eine russische. Ich bin britisch loyal, die erste hier ist russisch. Sie baut eine russische Armee in Kandahar, bezahlt dafür 2 und auch die gehen an den Markt und nicht an die Bank. Und zwar von rechts. Wenn Aktionen, die man hier ausführt, bezahlt werden müssen, werden sie von rechts bezahlt. Karten, die man kauft, werden von links bezahlt. So. Das war die erste Aktion. Und die zweite ist Radikalisierung. Da gilt dann wieder die Grundregel, es liegt ein Dominanzcheck. Der ist im Moment keine Koalition dominant. Sie hat aber die wenigsten Spielsteine im Einsatz. Das heißt, sie kauft nicht den Dominanzcheck. Könnte sie auch nicht. Sondern kauft die preiswerteste Karte mit den meisten Spionen und oder Stämmen, die sie einsetzen kann. Und das sind die beiden hier, wo sie einen Stamm einsetzen kann. Die kann sie nicht kaufen, weil sie dafür kein Geld hat. Denn wir wissen ja, das würde 2 Rupien kosten, nicht nur eine, wie es hier oben steht. Und damit nimmt sie diese Karte. Und schon, das ist nämlich die Preiswerte, weil die Geld bringt. Spielt sie links aus. Und würde damit eine russische Straße aus Persien bauen, aus Persien, das ist hier. Und zwar nach Herat. Ja. So.
Es kann schon ganz schön voll werden, dadurch, dass wir beim letzten Dominanzcheck, dass keine Koalition dominant war, bleiben die Blöcke nämlich drauf. Wenn eine Koalition dominant ist, wird alles abgeräumt. Aber es kann dann schon mal voll werden. So, damit hat jetzt die Straße platziert. Dann darf sie einen Spion für Persien einsetzen. Ich habe persische Karten, jawohl, den setzt sie bei mir ein. Und das ist eine fremdfinanzierte Karte. Sie kriegt also nochmal zwei Geld aus der Bank. Das war ihre zweite Aktion. Richtig, das Bauen war eine. Und damit sind wir jetzt auch bei Vakan fertig. Sie muss ihr Hofkartenlimit wieder reduzieren. Keine politischen Karten, keine Patrioten. Nicht fremdfinanziert, damit bleibt diese Karte über, die geht zurück. Und damit ist sie wieder auf dem Hofkartenlimit. Und hat jetzt genauso viele Spione wie ich im Einsatz oder Stämme. Und ich bin jetzt dran. Ich möchte den Dominanzcheck auch nicht auslösen. Muss jetzt also wieder schauen, dass ich entweder die britische Koalition nach vorne bringe, in die Dominanz, oder mehr Spione und so weiter einsetze. Das gelingt mir mit dieser Karte zum Beispiel ganz gut. Die kostet mich 0. Die kaufe ich. Und die spiele ich direkt auch aus. Und damit gewinne ich einen Spion in Transkaspien, übernehme auch die Regionsherrschaft. Es klingt immer so toll, dass man eine Region beherrscht, aber so viel wert scheint dieser Marker nicht wirklich zu sein. Es ist halt nur eine Symbolik dafür, dass man im Moment dort die meisten Stämme und Armeen hat. Okay, und dann kann ich noch einen Spion in Transkaspien einsetzen. Transkaspien habe ich eine Karte, Vakan nicht, dann bleibt er bei mir. Und die bevorzugte Farbe wird militärisch, das bleibt sie. Militärische Karten habe ich keine. Mein Handkartenlimit passt. Mein Hofkartenlimit ist jetzt 2, 4, 6 plus 3 sind 9. 2, 4, 6 Karten habe ich liegen. Mehr als genug Luft. Das passt. Damit ist Vakan wieder dran. Und die Münzen wandern schön fleißig mit nach vorne. Vakan ist dran. Du radikalisierst die Karte, die Vakan Kontrolle über eine Region gibt. Schauen wir mal. Wir hatten Persien noch zu übernehmen. Haben wir keine liegen, dann ist das keine gültige Aktion. Dann kommt eine Schlacht. Eine Schlacht, da gucken wir noch mal ganz kurz in die Regel, wie das aussieht. Vakan wird eine Schlacht ausführen in der Region, wo ein anderer Spieler Spielsteine hat. Stämme und loyale Straßenarmeen. Vakan beherrscht diese Region und diese Region. Ich habe hier eine loyale Armee und hier eine loyale Straße. Das heißt, sie wird hier eine Schlacht ausführen und damit einen britischen Block weg entfernen können. Sollten mehrere Regionen in Frage kommen, wird von Ihnen die Region am weitesten links auf der KI-Karte. Dann schauen wir hier unten wieder drauf. Das ist in diesem Falle Kandahar. So, Schlachtsymbol hat sie hier. Das heißt, sie kann die Aktion auch ausführen und zwar mit einer Explosion. Das heißt, sie kann genau die eine Straße entfernen. Gut. Die Schlacht hat gepasst und damit ist sie jetzt dran mit Radikalisierung. Dominanzcheck liegt aus. Sie wird jetzt also schauen nach Karten, nach der preiswertesten Karte, die die meisten Spione und oder Stämme ins Spiel bringt für sie. Sie hätte Geld für 2, 4, also für maximal bis hier, weil die Karten ja doppelt so teuer werden. Das heißt, alle ein. Die preiswerteste Karte ist diese hier. Unten rechts, rechts wird ausgespielt. Sie baut eine Straße aus Transkaspien, in diesem Fall eine grüne. Und in diesem Falle nach Persien. Dann kann sie einen Spion einsetzen.
Transkaspien. Ich habe keine doch, ich habe eine Transkaspien-Karte, diese hier. Da werden wir was tun müssen hier. Und sie bekommt nochmal 2 Rupien aus der Bank. So, damit haben wir die Aktion auch ausgeführt. Dann muss sie wieder ihr Handkartenlimit prüfen, das ist 5. Sie muss also wieder eine Karte abgeben. Die nicht, eine von den beiden. Beide sollen nicht fremdfinanziert sein, sie sind aber fremdfinanziert. Dann wird sie also Geld wieder zurückgeben müssen. Die meisten Spielerspione spielen keine Rolle, wenigstens Spione spielen auch keine Rolle. Der niedrigste Rang sind beide gleich, entspricht nicht der bevorzugten Farbe, sind beide aber auch nicht der bevorzugten Farbe. Niedrigste Kartennummer. Dann gucken wir tatsächlich drauf. Hier steht eine 94 unten drin, hier eine 79. Dann gibt diese Karte zurück. Und vor allen Dingen muss sie jetzt auch 2 Rupien wieder zurückgeben. Weil das ein Kredit war, den sie von der Bank bekommen hatte. Solange sie Geld hat, muss sie den auch zurückzahlen. So. Und wir füllen den Markt wieder auf. Ich würde den Dominanzcheck jetzt gewinnen. Und das Schöne ist ja, damit würde ich 3 Punkte bekommen, das auf 5 aufsetzen. Und sie würde einen bekommen, auf 2 hätte ich 3 Punkte Vorsprung. Quatsch, ich würde auf 6 gehen und sie auf 2. Genau, damit hätte ich 4 Punkte Vorsprung. Und das wäre eine Siegbedingung. Die Siegbedingung ist 4 Punkte Vorsprung. Damit können wir das Spiel beenden, wenn ich denn bezahlen kann. Weil Karten sind doppelt so teuer. 2, 4, 6 Geld müsste ich loslegen. Wir checken das. 2, 4, 6 und damit kann ich das Spiel tatsächlich gewinnen. Machen wir es kurz. Ihr habt vieles noch nicht gesehen, aber es ist selten genug, dass man mal so ein Spiel gegen Wakan gewinnt. Die ist nicht so einfach zu schlagen. In diesem Fall haben die Karten aber ganz gut gelegen. 2, 4, 6. Kaufe und dann löse damit aus diesen Dominanzcheck. Wäre eine Aktion. Damit wird er durchgeführt. Das ist keine Koalition dominant. Damit gilt die Zahl der meisten eingesetzten Spielsteine. Die liegt bei mir. 1, 2, 3 Punkte, 1 Punkt, 4 Punkte Vorsprung, Spiel zu Ende. Ja, so einfach ist es. Und wir haben tatsächlich nach einer guten Stunde ein Spiel gewonnen mit nur 2 Dominanzchecks. Ich werde gleich noch ein Foto machen von dem Spiel, deswegen werde ich jetzt nicht zusammenräumen. Ihr habt vieles jetzt nicht gesehen. Ihr habt zwar nur eine Schlacht hier auf dem Plan gesehen, ihr habt aber noch keine Schlacht zwischen Spionen gesehen. Ihr habt noch keinen Verrat gesehen. Ihr habt eine Besteuerung noch nicht gesehen, weil das in den Aktionen jetzt in diesem Spiel, in dieser Runde einfach nicht gepasst hat. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr hattet einen ersten guten Eindruck von dem Spiel Pax Pamir, den ich euch geben konnte, wie man das Solo spielt. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viele Regelfehler gemacht. Wenn ja, bitte unten in die Kommentare. Und egal, ob ich Regelfehler gemacht habe oder nicht, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Auch weitere Kommentare. Nochmal vielen Dank an Stefan und Justus, die mir das Spiel geliehen haben. Ihr kriegt es dann in 2 Wochen hoffentlich auch wieder, wenn wir uns sehen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Fragen und so weiter, Anmerkungen, alles rein in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim weiteren Spielen. Bleibt gesund, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartacus.